Alter. Bei der Autowaschanlage mit einem Hochdruckreiniger mal meinen Kescher sauber gemacht. Ich hatte nämlich als Beifang einen 77er Aal und habe den halt mit dem Kescher gelandet. Ging nicht anders. Und ja, der hat mir den kompletten Kescher versaut. Wer Aale kennt, der weiß, die haben übelst Schleim. 100 Tuben Hagel sind ein Scheiß dagegen. Von daher sah mein Kescher danach auch richtig versaut aus und hat gestunken. Ich habe ja tendenziell nichts gegen Fischgeruch, aber meine Frau. Von daher bin ich dann mal in die Waschanlage gefahren, Hochdruckreiniger raufgeknallt und dann war er wieder sauber. Also nur als Tipp, wenn ihr einen richtig vercrappten Kescher habt, dann investiert mal 2-3 Euro in den Hochdruckreiniger und haltet den richtig nah ans Netz, sodass der volle Power draufknallt und dann ist er auch nach ein paar Minuten da. Und jetzt bin ich mal in so eine Waschanlage gefahren, wo man quasi selbst waschen kann. Und da nehme ich einfach den Hochdruckreiniger und baller einfach auf das Netz drauf und das ist dann ungefähr, da muss man nah, richtig nah ranhalten an den Schleim, 2-3 Euro investieren und dann ist der Kescher auch wieder sauber. So, hier mal ein kleiner Tipp, wie ihr euer Tackle ein bisschen reinigen könnt, gerade was so Kescher und Maßband betrifft. Ich hatte letztens einen Aal als Beifang und der hat mir richtig den Kescher zerlegt mit seinem Schleim und das kriegst du ja auch nicht weg. Deswegen schaffe ich dem Abhilfe hier mit dem Hochdruckreiniger. Bin ich einfach an die Tanke rangefahren und blas den Schleim einfach weg. Richtig schön nah ranhalten. Das gleiche auch mit dem Maßband. Mal einmal umdrehen, den Kescher gucken. Gucken, ob da noch irgendwas dran ist. Sieht gut aus. Der war wirklich komplett verschleimt. Ich habe da jetzt ein paar Mal drauf gehalten mit dem Hochdruckreiniger. Einmal umdrehen. Okay, ist eh alle, aber wunderbar. So, fertig. Der Kescher sieht fast aus wie neu. Kein Aalschleim mehr vorhanden. So, in dem heutigen Video will ich euch mal zeigen, wie ich sowohl am fremden Gewässer als auch an einem bekannten Gewässer den Fisch suche. Also gerade jetzt im Herbst und im Winter kann man sich natürlich nicht mehr auf seine Sommerspots verlassen. Beziehungsweise dort stehen die Fische in der Regel dann auch nicht mehr, in den flachen Uferbereichen. Und dann gilt es wieder suchen. Hatte ich auch schon in diversen anderen Videos erwähnt. Und jetzt zeige ich euch mal meine Vorgehensweise. Jetzt bin ich ja gerade am Wasser angekommen. Ich lege erstmal ab, baue meine Sachen auf, montiere mal meine Köder und dann geht es in den nächsten Schritt. So, ich versuche mich natürlich immer so knapp wie möglich am Wasser zu halten. Auch davon mal abgesehen, ich habe jetzt nicht viel Zeit, von daher kann ich auch eh nicht 1000 Köder ausprobieren. Kommen wir mal zum nächsten Thema, Fische suchen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall jetzt zu Beginn einen Köder, den man möglichst schnell und variantenreich am Wasser führen kann. Da empfehle ich immer gerne Köder, die man gut einleiern kann, wie zum Beispiel Spinner oder Jigspinner, Spinnerbaits, Crankbaits. Ich habe mich jetzt, weil ich wollte nicht alles mitnehmen, ich habe mich jetzt für Spinner entschieden. So, hier so ein Spinner von Blue Fox, den werde ich gleich mal montieren. Der hat glaube ich 8 oder 9 Gramm, ist also relativ schwer. Und der Sinn hinter diesem Gewicht ist natürlich auch, dass ich verschiedene Tiefen abfischen will. Einmal den Grund oder grundnah, einmal das Mittelwasser und einmal oberflächennah. Das kann ich einfach am besten, indem ich die Köder unterschiedlich lange absinken lasse und dann entsprechend schnell oder langsam einkurbeln. So steuere ich dann auch aus, in welcher Tiefe sich mein Köder ungefähr befindet. Ich montiere den jetzt mal, ja, und schaue mal, ob ich den einen oder anderen Fisch finden kann. So, nochmal ein zweiter Tipp zu der Führung dieser Spinner. Also, so, das sind jetzt meine Search Baits, die ich mitgenommen habe. Spinner, ganz simple Spinner. Und wie gehe ich jetzt vor, wenn ich am Spot ankomme? Egal, ob ich den Spot kenne oder nicht. Das allererste, was ich mache, ich montiere mir den Spinner natürlich. Und ich werfe jetzt nicht komplett frontal, feuere ich das Ding an, bis zum Horizont raus, sondern ich werfe erstmal links und rechts längs zum Ufer, also quasi nicht weit weg vom Ufer, sondern direkt an der Uferkante entlang. Es sei denn, ihr steht auf dem Steg, wie ich jetzt, oder an der Spundwand, dann müsst ihr entsprechend entlang des Ufers werfen, entlang des Steges,
ganz nah an der Struktur entlang, an der Stegkante entlang und fischt erstmal den Steg selbst ab. So habt ihr eine ganze Menge Fläche und eine ganze Menge guter Hotspots abgefischt. Denn entlang der Stege oder der Spundwände befinden sich immer mal wieder Barsche oder andere Räume. So, wenn ich jetzt jeweils einmal links und rechts drei Würfe gemacht habe, einmal für die grundnahe Führung, einmal fürs Mittelwasser und einmal für die Oberfläche, das sind die drei Bereiche, die ich immer abfische, dann wechsle ich auf die Fächermethode frontal raus. Aber ich fächer nicht erst frontal wieder ganz weit raus, sondern was ich als erstes mache, ich montiere mir zum Beispiel einen Gummifisch, hier sowas, und jig erstmal vertikal direkt vor meiner Nase. Jetzt zum Beispiel am Steg jig ich einfach direkt an der Stegkante vertikal runter oder an der Spundwand oder am Ufer. Das muss natürlich entsprechend tief sein. Wenn ihr schon auf Sicht seht, dass da nichts ist, dann braucht man da auch nicht anfangen. Aber zum Beispiel bei Stegen ist es ja schon relativ tief, je nachdem wie weit die ins Wasser reingehen. Das heißt, ihr fischt erstmal vertikal vor euren Füßen. Ihr feuert nicht extra 50 Meter raus. Das macht überhaupt keinen Sinn. Denn wenn ihr einen Fisch auf 50 Meter fangt und den an euch randrillt, dann verschreckt ihr unter Umständen alle anderen Fische, die vielleicht direkt vor euren Füßen sitzen. Von daher vom Nahen ins Weite fischen. Erstmal links, rechts, Grund, Mittel und Oberfläche. Dann fischt ihr direkt vor eurer Nase, direkt an eurer Uferkante. Einfach vertikal 3 Meter nach links, 3 Meter nach rechts. Guckt, ob ihr da Bisse bekommt. Wenn ihr das alles gemacht habt, links und rechts, links des Ufers geschmissen und einmal vor euren Füßen gejiggt, dann könnt ihr anfangen, quasi das Gewässer entsprechend abzufächern. Und da benutzt ihr dann euren Search Bait. Könnt ihr auch schon fürs Links- und Rechtsabfächer nehmen und geht genauso vor wie bei dem Links- und Rechtswurf zu Beginn. Wie eng ihr fächert, könnt ihr selber entscheiden. Das kommt auch darauf an, wie viel Zeit ihr habt. Auf jeden Fall jede Richtung grob einmal abwerfen. Und pro Richtung macht ihr nämlich ungefähr 3 Würfe. Ich hoffe natürlich, dass man jetzt nicht alle Richtungen abfächern muss, dass vorher der Biss kommt, aber im Endeffekt müsst ihr, wenn ihr die Fische nicht gefunden habt oder nicht wisst, wo sie stehen, müsst ihr auch wieder den Grund oder grundnah einmal fischen, das Mittelwasser einmal fischen und oberflächennah. Bedeutet, ihr schmeißt euren Spinner oder euren Searchbait raus, Crankbait, wie auch immer. Ihr lasst das Ganze zu Grund sinken und kurbelt dann erst ganz langsam an. Könnt ihr euch sicher gehen, wenn ihr langsamer kurbelt, dass der Köder auch am Grund bzw. grundnah bleibt. Er verändert ein bisschen seine Tiefe, weil ihr natürlich vertikal zum Wasser steht, aber er bleibt grundnah. Ihr könnt ja auch nicht zaubern, von daher müsst ihr mit dem arbeiten, was ihr habt. Der nächste Wurf geht natürlich dann ins Mittelwasser. Wie ihr das ganz gut einschätzen könnt, beim ersten Wurf, den ihr macht, zählt ihr einfach mit, sobald der Köder auf dem Wasser aufgetroffen ist und absinkt, dann zählt ihr einfach mit. 1, 2, 3, 4, 5, bupp. Ist auf dem Grund angekommen. Dann wisst ihr, bei 5 kommt ihr auf den Grund an. Beim nächsten Wurf durchs Mittelwasser, wenn der Köder auf dem Wasser auftrifft, zählt ihr einfach nur bis 2,5, sage ich mal. So 1, 2, bupp, und kurbeln. Das heißt, ihr habt ungefähr die Mitte getroffen und kurbelt dann auch wieder langsam ein, um so gut wie möglich im Mittelwasser zu bleiben. Und oberflächennah ist, brauche ich nicht viel erklären, da müsst ihr auch nicht groß zählen, da zieht ihr quasi einfach nur bis 1 und kurbelt dann entsprechend schnell ein. Schnell, damit der Köder nicht zu schnell absinkt. Auch hier wieder beachtet, dass ihr wieder vom Nahen ins Weite fischt. Auch bei den Fächerwürfen frontal raus. Ballert den nicht direkt 50 Meter raus, je nachdem mit wie viel Wurfgewicht ihr werft, sondern erstmal ja, ein paar Meter vor eurer Nase und einkurbeln. Ihr fächert das Ganze so ab und so, dass ihr quasi von nah ins Ferne und von links nach rechts oder von rechts nach links. So könnt ihr euch sicher sein, dass ihr jeden Fisch oder so gut wie jeden Fisch mitnehmt und finden könnt und nicht durch Drills verschreckt. Also einmal zusammengefasst, erstens benutzt Searchbaits, die ihr schnell einleiern könnt und die auch entsprechend auf die jeweiligen Tiefen zu bringen sind. Spinner, Spinnerbaits, Jigspinner, Crankbaits absinken lassen, mitzählen und entsprechend die Tiefen abfischen. Vom Nahen ins Ferne fischen. Und jetzt kommt der nächste Punkt, wenn ihr einen Biss bekommt, dann merkt euch so gut wie möglich die Stelle und versucht vielleicht noch maximal einmal, um euch sicher zu gehen, mit dem Spinner nachzuwerfen. Aber ich montiere meistens nach dem ersten Biss schon um auf eine andere, auf eine statischere Methode, zum Beispiel ein Dropshot-System. Das ist das beste Beispiel. Mit der Dropshot-Methode könnt ihr nämlich ganz einfach den Spot bewerfen und lange befischen.
ohne dass sie aus dem Hotspot rausfischt. Ein Spinner könnt ihr nur kurz in der heißen Zone halten und müsst ihn dann einfach drüber hinwegziehen. Fisch finden mit Searchbaits. Wenn Fisch gefunden, dann wechselt ihr auf eine stationärere Methode, nämlich eine Dropshot-Methode zum Beispiel, wo ihr den Spot einfach länger abklopfen könnt. Und genauso gehe ich jetzt vor. Ich habe jetzt eben ein bisschen abgefächert, habe einen Biss sogar bekommen auf dem Spinner. Konnte ich nicht verwerten, war vielleicht ein kleiner Barsch. Aber ich habe jetzt sofort ummontiert auf eine Dropshot-Montage. Und das ist das Nächste, was ich mache. Ich feuere jetzt meine Montage hinter den Spot, also nicht in den Spot reinschmeißen, weil dadurch könnte man die Fische verschrecken. Deswegen überwerfe ich den Spot und ziehe meine Montage einfach in den Spot rein, ganz langsam. So ist das ein bisschen unauffälliger. Also, ich lasse euch wissen, ob die Taktik aufgegangen ist und... Zentimeter. Die Taktik ist aufgegangen. Ne? Erstmal den Fisch suchen und dann mit Dropshot den Spot abklopfen. Und der schöne 32er Barsch ist mir hier raufgeknallt auf meine Dropshot-Montage. Geiler Fisch. Ja, guckt euch das Maul an. Monstermaul. Ja, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch damit weiterhelfen, beziehungsweise zu mehr Fisch verhelfen. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Like da, einen Kommentar oder auch ein Abo, wenn ihr nicht schon abonniert habt. Ich wünsche euch eine Tightline am Wasser. Beste Grüße, euer Underwater Tackle Team. Bye, bye.